Meine Freunde, willkommen zurück bei Amstars und Soma. Wir sind in diesem komischen Stromerzeugungsgerät wahrscheinlich und müssen den Strom wieder einschalten, damit wir zu Omikron reinkommen, weil da gerade Shutdown ist. Und das ist natürlich nicht so geil. Wir wollen natürlich keinen Shutdown, wir wollen ja reinkommen. Die hatten da Quarantäne und haben deswegen alles abgeschalten. Yo, Bro. Catherine? Ah. What? Endlich können wir mal wieder mit dir reden. There you are. Where are we? We're right next to Omicron, a smaller building connected to the main site. Can't you tell? No, my view is pretty limited. There's some heavy restrictions on my system access. Did you find a power suit? Not yet. I'm trying to figure out how to get into Omicron, the big building. Oh, okay. Keep up the good work. That's it? You got nothing? Good luck. Thanks. Nutzlos. So, was hat er zu sagen? Any idea who this is? Not really. Not that familiar with the people at Omicron. Die Frau wird immer nutzloser irgendwie. Kath? How are you so okay with all this? With what? Being a talking box, for one thing. Not being human. It's not so bad. So, you're not bothered at all by not having a body? I'm getting there. You're making me feel really self-conscious. Come on, be serious. I never felt that comfortable being human in the first place. This isn't much worse. Not being able to move would freak me out. Glad you got the box and not me. Would make it a little easier to help out if I had a body, but you're doing a good job. Just figured being able to stretch a little would give you some ease. My physical constraints don't translate to my experience very well. I feel about as human as before, but as if suspended in air. Which is kind of interesting now that I think about it. Ich hab ja nichts gehört. Wir müssen hier Sicherung. Kath, why do you think I was made? Oops. Why would this AI, the WoW, bring me here? I don't think you could ever know. I have my own beliefs, but nothing that can be verified. Tell me, why do you think the WoW brought me here? The WoW had a range of assignments, but they all sprung from one single idea. Oops. Preserve humanity. When the comet hit the Earth, killing everything, Oops. Leaving a fraction of humanity left alive, the WoW started to compensate. It's restoring humanity. I think so, but I don't think we share its definition of human. Or life, for that matter. Oops. Catherine, are we alive? That's an impossible question to answer. We lack meaningful definitions. I just figured there must be a way to know. To know if this life is worth living. You assume you've changed so much, but have you really? I don't know. I don't feel so different. But the world sure does. I never realized how much the idea of myself depended on where I am. How do you mean? I miss Toronto. Not because my friends and family are there, but... Oops. Because I know where I fit in. In Toronto... I know who I am. That's an interesting observation. Oops. Wir haben sie auch einfach ausgeschalten, oder? Ich weiß ja nicht. Wir können ja mal versuchen, kurz mal die Leiter hochzuklettern. Sind wir jetzt eigentlich noch im Wasser, oder? Weil er die ganze Zeit noch durch diesen komischen Anzug atmet. Where'd you go? Just doing some exploring. Urgent. Adam Golaski hat den Befehl erhalten, so schnell wie möglich zu Tata zu kommen. Dringend.
Gask, ich habe versucht herauszufinden, was das alles soll, aber sie wollten mir nichts sagen. Sie haben mich lediglich gefragt, ob du vermisst würdest oder tot seist. Irgendwas muss sie zum Ausflippen gebracht haben. Ich glaube, du solltest besser ihren Befehlen verfolgen. Ihren Befehlen folgen. Okay, ich glaube, wir sind tatsächlich an der frischen Luft. So, dann wollen wir mal das Rätsel lösen hier. Es ist ja eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben ja bloß ein paar Wege, die wir hier mit den Sicherungen gehen können. Jetzt müssen wir hier hinten hin. Jetzt müssen wir hier rüberkommen. Zu wenig Power. Verstehe ich nicht. Dann würde ich irgendwas abschalten. Nö. Aber vielleicht zackt das Ding ja hier noch Energy raus. Okay, wir probieren es noch einmal. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Aber im Prinzip, wir haben auch Schlagseite. Wir schnabbeln mal ein bisschen was raus hier. Vielleicht hört das Ding ja dann auf. Na, sieht doch schon anders aus, ne? Das war das Puzzle. Ja. Funkpuffersprecher. Boober, do we have any painkillers left? This tinnitus is becoming crippling. Sorry, we only have heavy stuff left. Morphine level drugs. I'll take it. Feels like my head is about to explode. You can do, that's stuff for emergencies. Besides, Cameron thinks the ringing will settle when JR reaches 100%. Then tell him to hurry the fuck up. Should be a matter of hours. Just hang in there. Keep me posted. Yeah, well, I have this thing I need to take care of. So I'll talk to you later, okay? Sure thing, Herb. It must have overloaded his black box. Humans have black boxes? Here we do. Company policy. It records your vitals to help medical personnel treat you in case of accidents. That's how I can hear the dead. Right. Yeah, you should be able to data mine black boxes, just like the intercom at Theta. Cool. There has to be a way to cancel the lockdown. Have a look around the room. Das war der Typ, wa? Der hat seine Kopfschmerzen nicht mehr ausgehalten. Eieiei. Der Code. Ne, es waren nur Zahlen da, oder? Aber ich kopiere, ich mach mal ein Bild davon. Ach Gott, falsche Taste. Moment. So, ich habe das mal kurz ein Foto gemacht von. Systemupdates. Wir waren hier noch nicht ganz durch, glaube ich. Doch. I think I solved it. Solved what? Why do I get the feeling that we just got lured into the back of a van? What are you talking about? Omicron retracted the quarantine shutters. Lockdown canceled. Something wants us to come inside. And we want to go inside. What's the problem?
Come on, let's get going. Ich fühle mich überhaupt nicht gut bei der ganzen Geschichte. Er hat schon recht, dass er sich so fühlt, als würde er in einen Van gelockt werden. Füllen. Let's go, wir gehen wieder raus. Ups. Das sieht irgendwie nicht mehr so vertrauenserweckend aus da draußen. Ach so, okay. Oh shit. Wir haben die Quarantäne aufgehoben. Wer bist du denn? Den hab ich ja gar nicht bemerkt hier. I'm fucking open! And nobody's answered to anything! What kind of cold-hearted motherfuckers would just leave us out here to die? Don't you get it? They're dead. They're all dead. Yeah. You're right. How can you be so calm about this shit? We are dying! How much air have you guys got? 20 minutes. Tops. Hey, I'm in red. Seconds away before the CO2 gets me. Stresky. Why wait, right? I'm the master of my own fate. Wait, Stress, what are you doing? Not so nice. So. Wir werden keine Zeit verschwenden. Ab zu Omikron. No matter what. We're coming for you. Bitch. Bitte anderen Eingang benutzen. Okay. Dann machen wir das doch. Wir nehmen den Lost Place Eingang. This had better be the right way. Ja, alles bloß ein bisschen dramatisch hier, wir kommen da schon rein. Da ist er noch. Zack. Schwenk. Close the door and pump the water down, please, for me. Okay. Oh, warte. Es lädt. Oh, nice. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Die haben beide denselben Ton gehört, bevor sie krepiert sind. Eine Haarbürste.
mich doch, Alter. Was ist das hier schon wieder für eine Scheiße? Containment. Und alles wieder komplett finster. Der denn gemacht? Der war ja voll drin in der Geschichte. What the fuck, Alter? Ich muss aufhören. Ich glaube, der Einzige, der hier mit irgendwas aufhören muss, bist du, Alter. Was auch immer du bist, Bro. Ach du Scheiße. Das macht ja gerade ganz komische Stimmung. Oh fuck. Oh je, oh je, oh je. Freunde, ich muss ganz kurz ein Päuschen einlegen. So, back in action. You think we'll find one that fits me? I mean, I'm kind of in a suit already. That's been bothering me too. You know how you were transferred from Vancouver? Toronto. From then to now. How could I forget? Okay, so we do it again. You want to send me to the future? No, you idiot. I want to transfer your mind into a new body. What? Look, we already know it can be done. We don't need to make it a big deal. It is a big deal, Kath. It's a huge fucking deal. There's gotta be something else that can take us down there. But Dunbat at Theta was the only vessel that could take that pressure, and you saw what happened. Then think of something else. Simon, please. You don't have to switch this instant. Just play along for now. If we find something else, then great. If not... I'm not promising anything. Thank you, Simon. Have a look around the room. This is where they would keep the power suits, if there are any left. Frau ist ja verrückt. Wir können doch nicht einfach unseren Körper wechseln. Ah,
shit, was mache ich hier eigentlich? Und hinter mir ist irgendeine Tür offen, Dicker. Beste. If there are any power suits left, they should be in the lockers. Ja. God. Nice. I found one of the power suits. There's a dead woman inside. At least I think it's a woman. Just like the body we found in the annex. She's missing her head. Gross. This could work in our favor, though. Look for a terminal nearby, see if you can boot it up. Ja, hier lädt was. Einfach mal einen scheiß Kopf durchgerissen. Fuck, Alter. Okay. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Hochdruckkampfanzug. Körpertemperaturspanne von 50 bis minus 75 Grad standhalten kann, während im Inneren gleichbleibend 40 Grad herrschen. Der Anzug schirmt den Träger automatisch vom Druck ab und kann den Normalwert von ATM bis zu einer Tiefe von 5000 Meter beibehalten. Onboard-Controller überwacht den physischen Zustand des Trägers, kann die Risiken von Schockhyperventilation und sogar Dehydrierung reduzieren. Ja, wie denn? Mann, die quatscht immer irgendwas. Omnitool. Die quatscht immer irgendeinen Scheiß. Und ich weiß ja nicht, was ich machen soll. Und hier kann ich ja nicht mal was machen. Kampfanzug fehlt, Kampfanzug fehlt. Ah. Wusste ich natürlich. Not exactly grade A material. Don't write it off just yet. Remember what we found out at Theta. The suit you are wearing is basically just a Cortex chip working a few pints of structure gel, powered by the on-suit battery pack. And a dead colleague, Imogen Reed. Exactly. If you think about it, we're actually incredibly lucky. We found a suit with an already dead body inside. I guess you're right. What about the wow? What makes you think it'll play along? It's not magic, it's algorithms. A set pattern. The wow won't be able to deny us, even if it was capable of wanting to. I'm still not crazy about this plan. It feels wrong. Please, Simon, I can't give up on the Ark. I need this to work. So we need a Cortex chip, structure gel, and a battery pack. That's one hell of a shopping list. Thanks. I'll just hang around here if that's okay. I'll be back. Mm. Ach so, hier können wir dann rausgehen, wenn wir alles zusammengesammelt haben. Okay, die wilde Reise beginnt also. Leute, wir haben ja schon wieder krass überzogen. Wir sehen den Rest natürlich in der nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank schon mal. Bis morgen. Ciao.